Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe einen Top des Monats diesen Monat und das ist ein wenig komisch, denn ich habe das diesen Monat gekauft und es ist für mich ein Top, weil ich es diesen Monat halt gekauft habe. Deswegen ist es ein Top des Monats. So. Und zwar dreht es sich um diese hübsche Tasche, die ich geholt habe. Ich zeige euch die. Die habe ich bei Tchibo geholt. Und zwar schaut sie so aus und ich habe sie mir geholt für den Urlaub. Und zwar schaut sie so aus. Ich habe mich direkt verliebt. Mein Mann hat nämlich so eine. Und ja, er hat wirklich einen ganzen Kram da drin. Und nimmt die mit zur Arbeit, um halt immer alles parat zu haben. Sei es Duschgel, sei es Zahnpflegeprodukte, alles mögliche, halt Deo und so weiter. Und ich immer gedacht habe, ich möchte auch so eins, aber nicht so ein tristes, wie er hat in Schwarz. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich so sehr gefreut. Und da wir jetzt in Urlaub fliegen und ich wirklich nicht so viele Produkte mitnehmen möchte und mir gedacht habe, dass diese eine Tasche für 2 Wochen reichen sollte. Mit Schminkutensilien, Pinsel, Duschzeug, Haarpflegeprodukte. Mal schauen, ob ich das schaffe, falls ihr ein Video dazu sehen möchtet, wie ich diese Tasche mit meinen Pflegeprodukten und Kosmetikprodukten packe. Dann schreibt es mir doch in die Kommentare, wird bestimmt lustig. Und ja, man hat hier ein großes Fach. Da habe ich gedacht, können wirklich ja schön die Pflegeprodukte rein, eine Creme, Shampoo und so weiter. Dann hat man hier nochmal so ein durchsichtiges Fach. Dann hier nochmal. Und hier oben, also eigentlich Platz genug. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn ich das einmal vollfülle, ja, obwohl sie hier wirklich, ihr seht das ja hier an der Seite, ich sage heute zu viel, wirklich, 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 sollte ich mir mal vielleicht abgewöhnen, ja, hier nochmal so in die Breite geht, mal schauen. Und ja, hier nochmal ein Spiegel, so, da seht ihr meine Kamera, kann man schön so aufhängen und da hat man auch direkt alles parat im Badezimmer. Für einen Urlaub auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Hier nochmal so ein mit, ja, so ein Aufdruck, Blütenaufdruck. Ich finde sie wirklich schön und die Farbe hat mir zugesagt. Und deswegen ist das ein Top des Monats. Also ich würde sie euch auf jeden Fall auch empfehlen, falls ihr auf Reisen geht und nicht so viel Zeugs mitnehmen möchtet und direkt alles parat haben möchtet. Bei mir ist das nämlich immer so, wenn ich auf Reisen bin, ich nehme immer so viele Sachen mit, die ich so im Jahr vielleicht noch nicht mal aufbrauche und immer denke, ja, im Urlaub kann sein, dass du die Farbe brauchst, kann sein, dass du genau diese Bodylotion brauchst und kann sein, dass du ja, 10 Lippenstifte und Lipglosse brauchst, weil zu diesem Outfit nur dieser Lippenstift passen könnte und so weiter. Das kennt ihr bestimmt auch alle. Und das Gleiche passiert mir dann mit Schuhen, mit Klamotten und da habe ich immer so viel an Gepäck. Und ja, ich möchte ja eigentlich auch einige Sachen ja da kaufen und möchte mich eigentlich hier zügeln, das heißt sehr wenig mitnehmen, um halt viel wieder mitzubringen. Und deswegen habe ich mich oder möchte ich mich auf diese Tasche beschränken und ja, alles andere muss halt hier bleiben. Fertig. Auf jeden Fall empfehlenswert. 7 Euro habe ich dafür bezahlt. Und falls ihr noch mehr Top-Produkte sehen möchtet, dann werde ich euch einige Mädels unten in die Infobox verlinken, die diesen Monat wieder mitmachen bei ja, dieser Reihe Top des Monats. Schaut bei ihnen vorbei und vielleicht findet ihr das ein oder andere, das ihr noch nicht kanntet, noch nicht kennt. Und ja, lasst euch inspirieren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ja, bis zu einem weiteren. Tschüss!